So, meine Freunde, wir sind wieder mit Let's Play Heavy Rain und die letzte Folge, das war irgendwie buggy. Da habe ich das Spiel nochmal neu gestartet und jetzt werden die Knöpfe auch angezeigt. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch, gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Oh Gott, Krampf. Ja, übertreibt, ey. Will ich das dann alles drücken? Ihr seid doch wahnsinnig. Okay, das läuft. Der ist aber nicht unter Strom. Kannst du durch. Okay. Ich habe mich jetzt entschieden, die Prüfung zu machen. Oh. Eieieiei. Okay. Ich nehme mal die goldgüldene in der Mitte. Ach du Scheiße. Verdrückt auch noch, wenn ich den Jack. Ach du Scheiße. Das. Ja, wisst ihr, wie schwer das ist? Da kriegst du ja Krämpfe in den Fingern. Das sag ich euch. Kacke. Ah! Nein! So einen dicken Daumen habe ich doch gar nicht. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, so viele Knöpfe! Oh, leck mich am Arsch, ey. Ja, genau, ist richtig. Ist richtig. Oh, Scheiße. Boah, ich würde ja Blut und Wasser schwitzen. Ganz ehrlich. Wir sind ein bisschen zu eng. Ach du Scheiße. Ich hätte mir doch... Die goldene Mitte ist nicht so gut. Ahaha, ja genau. Ahaha, komm ich nie mehr dran. Ah, fuck you. Schafft er nicht. Das ist zu eng. Ach du Scheiße, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Was ist das für ein Knopf? Viereck. Ja. Ich glaub dir gar nicht, wie schwer das ist, ey. Oh, oh shit. Was hab ich getan? Lebst du noch? Ich muss da durch. Soll ich machen? Zurück kann ich ihn ja. Ich habe aus Versehen auf einen anderen Knopf gedrückt. Ah, das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft. Kommt da auch nicht durch. Machen wir ihn jetzt. Kack. Hier durch. Einzige Möglichkeit, oder? Ich muss doch. So. Ach du Scheiße. Ah, die ganzen Knöpfe auf einmal drücken, das ist. Ah, das ist echt hart. Verdrückt euch mal. Das ist ganz schön mies. Da ist was. Ein Hinweis. Okay. Oh nein. Oh nein, da war doch kein Scheiß. Ach nein. Nein, Ethan. Scheiße. Das... Was für mich. Kack. Schon wieder keine Hinweise. Oh Mann. Was hat die eigentlich für eine Rolle in diesem Spiel? Das verstehe ich immer noch nicht. Madison Page. Na, was ein Zufall. Ganz zufällig.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Solange es nur ein Knopf ist, oh, da kriegt man ja die herbsten Krämpfe in den Fingern. Oh Gott. So viel muss man da auf einmal drücken, das ist nicht normal. Okay. Das geht ja noch, das geht ja noch. Die ganzen Schnittverletzungen. Das sieht böse aus, das sieht richtig böse aus. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Schon wieder? Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Ob das wirklich einer machen würde? Freiwillig ein... Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Puh. Sie haben sehr hohes Fieber. Ein bisschen Krankenwagen rufen. Ob wir was machen könnten, ehrlich. Aber na gut. Diesmal versuche ich nicht wegzurennen, ich nehme direkt alles mit. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Die Brandsalbe, die Brandsalbe. Okay, dann machen wir mal. Soll ich das wieder vorsichtig aufschmieren? Oh Mann. Ach ja, ist richtig, ein Kreis. Okay. Huch. Entschuldigung, ich passe auf. Kennen wir. Okay, nochmal. Okay. Das hier sollte helfen. Verbände? Ich kann noch keinen Verband drauf machen. Erst die Wunden behandeln. Ja, ja. Oh, das tut gut. Was ist mit dem Bein? Naja. Mist. Nichts für Brandwunden. Das ist ein Desinfektionsmittel. Ja, weiß ich doch. Ach Mann! Tut mir leid. Ich bin vorsichtig. Genau, sanft wie ein Baby. Und ich glaube, bei der kleinen Emily eindrucksvoll bewiesen, dass ich das kann. Tut mir leid. Ja, denkt man, Nelly ist fertig, ne? Und das Ding, ach, da mache ich einmal langsam. Na. Tut mir leid. Ich bin vorsichtig. Mist, ich mache es nur schlimmer. Ich höre lieber auf. Ach, zum Teufel mit mir.
Ach, was kann ich hier eigentlich, ey? Wie geht es Ihnen? Schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie den Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Wir machen mal hier einen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, Tschüssikowski.